Immer wieder sonntags bei Radsportlegende Täfel Schur. Weißt du, bist du heute schon da, wo es da passiert? Immer pünktlich, weißt du doch. Nee, aber dann hole ich dich ab. Und heute? Ja. Heute würde ich besonders glänzen, Täfel. Hat deine Frau dich rausgeschmissen? Nee, guck mal. Das schöne Wetter haben wir heute. Ach, das bei dem Wetter. Gemerkt. Hast du Handschuhe? Nee. Grüß dich. Grüß dich, Wolfgang. Ja. Alles okay? Geht dich ja nicht an, danke, ja. Dann fahren wir eine schöne Runde heute. Na klar. Oder? Es sind die Radsportler, die in den 1950er Jahren auf Diamanträdern sensationelle Siege einfahren und damit eine Fahrradmarke weltberühmt machen. Und da haben unsere Jungs in Karl-Marx-Stadt die Räder gebaut und es wurde festgelegt, gesamte DDR-Rundfahrt, nur mit DDR-Material, mit Ersatzteilen, mit Reparaturmaterial. Und da fuhr alles auf Diamant. Auf Diamant fährt Täfel Gold ein. Als erster Deutscher gewinnt er 1955 die internationale Friedensfahrt auf einem Rennrad made in Karl-Marx-Stadt. Aus der Diamantfabrik rollen 11 Millionen Fahrräder in 120 Jahren. Eine Unternehmensgeschichte voller Erfolge, Rückschläge und Rettungsmanöver. Über 100.000 Zuschauer im Warschauer Stadion, 10. Jahrestag, erlebten die letzte Runde. In der Spitzengruppe fuhr Täfel Schur die Friedenstaube zum zweiten Mal in der Geschichte der Friedensfahrt ins Ziel der letzten Etappe. Wieder Gold für Diamant. 1959 steht Gustav Adolf Schur zum zweiten Mal auf dem Siegerpodest der Friedensfahrt. Von der Presse gefeiert und von den Menschen bejubelt, ist er mit 28 Jahren der Star der jungen DDR. Es ist mehr als ein sportlicher Sieg. Ideal, wie die Menschen diese Fahrt verfolgten. Im Radio zu Anfang, der Florian Oertel, unser Sprecher damals, der Haltemeier gebrüllt, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Mensch, habe ich gesagt, der hat doch gar nicht, der hat doch nicht mit mir, ich habe doch selber gewonnen, ich war doch, wir haben gewonnen. Da ist mir erst mal begrifflich klar gewesen, wir, das waren also ganze DDR, alle, die am Sport hingen, die Menschen an der Strecke, für die habe ich gewonnen, das war mir dann klar. Heute ist Täfel 88 Jahre alt. Wenn das Wetter passt, steigt er mit seinem 12 Jahre jüngeren Sportfreund Wolfgang aufs Rad und fährt durchs Magdeburger Umland. Früher, als Täfel schon längst ein Star ist, gewinnt der damals 16-jährige Wolfgang sein erstes Radrennen, die sogenannte Kleine Friedensfahrt. Im ganzen Land eifern die Kinder ihren Idolen nach. Staatlich organisiert strampeln die jungen Staatsbürger um Medaillen, egal auf welchem Drahtesel. Fahrradfahren war in Mode. Alle Schulen machten kleine Friedensfahrten. Daraus resultierte natürlich auch Nachwuchs wie er zum Beispiel. Ja. Das war den 59, da war in die Kleine Friedensfahrt in Heirutsberge. Und die Kleine Friedensfahrt, ich hatte das Glück, ich habe die gewonnen, 1959. Und das Große, da kriege ich Gänsehaut, Täfel weiß. Täfel, sein Vater und seine Schwester haben die Ehrung, die Siegerehrung gemacht. Ich stehe auf dem Podest und Täfels Vater überreicht mir einen Siegerkranz, den Täfel im Juni 1957 gewonnen hat, Leistungsklasse 1. Großer Renach-Preis in Reichenbach. Habe ich gewonnen, der Renach-Preis. Den hast du gewonnen. Den hast du heute noch. Den habe ich heute noch. Ja. Infiziert vom Radsport-Virus eifert Wolfgang Lichtenberg seinem Idol Täfel nach, wird Leistungssportler und fährt auf Diamanträdern Rennen. Erst viel später werden die beiden Freunde und treten seitdem zusammen in die Pedale. Bei dem Wetter, Täfel, können wir heute mehr als 50 Kilometer fahren. Die Sonne scheint doch. Wolfgang, wenn du mich einlädst im Café. Ja, na klar. Mit Kuchen. Ja, das machen wir. Oh, ja. Auto von vorne. Ja, ja. Hier kommt der Fahrraddetektiv.
Unermüdlich streift der Chemnitzer Ludwig Karsch durchs Land. Immer auf der Suche nach den ganz besonderen Diamanten. Also mittlerweile sind mir die Geschichten an den Rädern wichtiger als die Räder selbst, weil ich festgestellt habe, bei den meisten Rädern, die ich besitze oder die man so kaufen kann, ist die Geschichte einfach nicht mehr da. Und jedes Rad, was eine gewisse Zeit überstanden hat, hat natürlich auch eine Geschichte zu erzählen. Und dann ist es immer schön, wenn man die Geschichte dazu hat, weil das aus diesem patinierten oder aus diesem alten Rad halt was macht, was einem was erzählen kann. Am Stadtrand von Chemnitz hat er eine Verabredung mit einem Insider. Grüß dich. Der Hobbysammler braucht Platz in seiner Garage. So, holen wir das gute Stück mal raus? Ja. Bitte darum. Hat ja jetzt eine Weile gedauert. Ein Glücksfall für Ludwig. So, Ludwig, dann komm mal rein. Schauen wir uns das gute Stück mal an. Da ist es. Toll. Holen wir es mal raus. Jetzt lange kein Tageslicht gesehen. So. Also. Ja, es ist wirklich, ne, wenn man das so stehen sieht. Modell 66 von 1934, ne, aber mit eben Geschichte. Das ist das Schöne bei dem Rad. Ja. Oft hast du es ja, dass die Geschichten leider verloren gegangen sind über die Zeit. Dieses seltene Rad erzählt 85 Jahre Familiengeschichte und Tragödie. Vom Modell 66 gibt es nur 4.500 Stück. Umgebaut, neu lackiert, nie weggeworfen. Das beeindruckt selbst die Sammler. Die Geschichte des Rades beginnt Mitte der 1930er Jahre im sächsischen Auerbach. Der Besitzer ist stolz, als er sein neues Diamantrennrad bekommt. Er und seine Freunde werden leidenschaftliche Radler. Doch dann müssen die jungen Männer in den Krieg. Keiner von ihnen kommt lebend zurück. Die Witwe versteckt das Rad vor den sowjetischen Soldaten im Heu. Jahre später entdeckt es der Sohn, der den Vater kaum kannte. Und das ist ein wirklich deutsches Schicksal. Na klar, ne? Also diese Tragik. Ne? Und ich würde es aber wirklich, ich denke, das hängen wir einfach ins Museum. Ja. Mit der Story dazu, weil das erzählt eine Geschichte. Und die meisten Leute, die zu uns kommen, sind ja keine Fahrradexperten, sondern die wollen halt ja, da gehört Geschichte hin, sehen. Ja. Und das kann man hier anfassen. Hier wird das betagte Rennrad eine neue Heimat finden. Im Refugium von Ludwig Karsch. Über 150 historische Diamanträder hat er in den letzten Jahren zusammengetragen. Handverlesen und liebevoll restauriert. Ich bin als Kind der DDR natürlich mit Diamanträdern groß geworden. Jeder wollte ein Diamantrennrad haben. Mein Vater hatte eins, was ich ab und zu benutzen durfte. Und an Diamant allgemein fasziniert mich, dass es bei mir aus der Region kommt und dass es ein Hersteller ist, den es seit über 130 Jahren gibt und der heute noch Fahrräder herstellt. Das ist einmalig in Deutschland. Es gibt wohl kaum ein Fahrradmodell von Diamant, das Ludwig Karsch nicht in seiner Sammlung hat. Besonders stolz ist er auf seine ganz alten Schätze. Das Rad hier ist ein Modell 7, gebaut 1919. Und es gab diese Räder auf Wunsch mit Holzfelgen. Holzfelgen waren also bis in die 30er Jahre ganz üblich für Renn- und Sporträder. Die waren relativ leicht, aber eben pflegeintensiv. Aber das geringe Gewicht hat halt den Ausschlag gegeben, dass es Leute gab, die sich Holzfelgen zugelegt haben. Die goldenen 20er Jahre sind auch erfolgreiche Jahre für Diamant. Fahrräder sind das Verkehrsmittel der kleinen Leute. 1922 verlassen 55.000 Räder das Chemnitzer Werk. Diamant wird einer der wichtigsten deutschen Fahrradhersteller. Eine neue Zielgruppe soll den Umsatz weiter steigern. Mit diesem Sondermodell wollen die Fahrradbauer die Herzen der Frauen erobern und ganz nebenbei auch ihre Geldbörse. Die sportliche Dame der 20er Jahre, es war die Zeit der Moderne, wurde halt von Diamant mit dieser Schönen aus Sachsen, was eben die Damenschönheit voll zur Geltung bringt, wie die Werbung das versprochen hat, umgesetzt. Ja, das war ein besonders sportliches, besonders schickes Rad. Das heißt, also es ist in verschiedenen Farben angeboten worden, hatte Rennradelemente, Ausfallenden, Hebelmuttern, war besonders leicht gebaut und damit ein technisches und optisches Highlight.
Es sind die Gebrüder Nevogt, die das Diamantrad aus der Taufe heben. Angezogen vom Wirtschaftsboom kommen die beiden nach Chemnitz und gründen 1885 ihr Unternehmen. Geld machen die Maschinenbauer anfangs mit Schreibfedern und Bauteilen für Textilmaschinen. Als Ende des 19. Jahrhunderts das Fahrrad seinen Siegeszug in Deutschland antritt, sehen die Brüder ihre Chance. Die Gebrüder Nevogt haben dann im allgemeinen Boom der Fahrradindustrie, der ja auch in Chemnitz stattfand, sich mit dem Thema Fahrräder beschäftigt und haben das in klassischer Manier gemacht. Sie haben einfach von den Wandererwerken, die im Fahrradbau schon sehr erfolgreich waren, einen Ingenieur abgeworben und ihn damit beauftragt, Fahrräder zu konstruieren. 1895 erblickt schließlich das erste Diamantrad das Licht der Welt. Woher der Name kommt, eindeutig geklärt ist es bis heute nicht. Es wird vermutet, dass der sogenannte Diamantstahl, den die Herren für die Herstellung ihrer Schreibfedern verwendet haben, Pate stand als Name. Aber wie macht man eine Fahrradmarke so richtig bekannt? Am besten funktioniert das mit Erfolgen im Radsport. Diamant sponsert Rennfahrer in ganz Deutschland. Die Investition zahlt sich aus. Bis in die 1930er Jahre fahren sie bei allen großen Rennen ganz vorn mit. Zwanzig Jahre später jagt auch Täfel Schur wieder auf Diamant über die Pisten. In den 50ern wird er zum Star und mit ihm die Fahrradmarke. Jeder will Rennfahrer sein, so wie er. Und Täfel radelt heute noch. Ich staune selber über mich. Weil wenn ich meine Autogrammkarten angucke, hinten, was ich mal war, zweimal Weltmeister, Straßenweltmeister, Silbermedaillen Rom, Mannschaftsfahren, und Studentenweltmeister auch zweimal und andere große Rennen, da muss ich sagen, Donnerwetter nochmal, das bist du gewesen, weil man dann später nicht mehr so, nicht die Erinnerung wohl, aber staunt, dass man das Leistungsvermögen als junger Mensch mal hatte. Muskeln und Ausdauer sind das eine. Ein gutes Rad braucht der junge Täfel Schur natürlich auch. Die Rennräder aus Karl-Marx-Stadt sind Anfang der 1950er Jahre technisch voll auf der Höhe der Zeit. Per Beschluss geht die gesamte DDR-Nationalmannschaft mit Diamant an den Start. Die waren gut, aber nach jeder Fahrt kam der Ingenieur, Entwicklungsingenieur von Diamant: Jungs, was können wir noch verbessern? Die bauten alles für uns, sie haben sich so eine Mühe gegeben. Und der Clou war, die Renngabel von Diamant, das war die längst haltende Gabel auf dem Rüttelbock. Alles andere flog weg nach einer bestimmten Rüttelzeit. Italienische, französische, deutsche Gabel. Aber diese Gabel hielt am längsten. Heute kaum vorstellbar, was Mensch und Technik bei den Fahrradrennen aushalten mussten. Auf den Pflasterstraßen der Nachkriegszeit kommt es oft zu Unfällen, auch weil die Vordergabeln der Räder brechen. Die Diamantentwickler suchen nach einer Lösung und bauen eine Fahrradgabel, die den Widrigkeiten der Straße trotzt. Das Geheimnis war, dass die genau ermittelt hatten, wie die Schwingungen von der Straße abgebaut werden. Unten beginnend am Gabel, Schaft bis unten am Gabelende, über den Gabelkopf und dann hinein bis in das Gabelrohr. Selbst das war konisch gezogen. War super. Unser heutiges Fahrrad ist mit all seinen Verbesserungen zum verbreitetsten individuellen Verkehrsmittel geworden. Meine Partner hier, das sind echte Freizeitradler aus Zeitz, Weimar, Delitzsch und Halle. So das DDR-Fernsehen 1977. Mit der Wirtschaft geht es bergauf, den Menschen geht es gut und so tritt die ganze Republik kräftig in die Pedalen. Zum gesunden Zeitvertreib. Oder um in den Urlaub zu fahren. Und hier sind wir gestartet. Ja. Das war die erste Fahrt. Aufregend. Ach, haben wir uns gefühlt. Auch im Ausland. Das erste Mal im Ausland. Hier, weißt du, dass du aber auch gut auf dem Fahrrad aussiehst? Ja, freilich. Ich sah auch sonst gut aus. Weil sie in ihrer Heimat keinen der begehrten Urlaubsplätze ergattern können, wollen Heinz Gerd und Ursula Klein per Rad nach Ungarn fahren. Zusammen mit Freunden.
Im Sommer 1975 beginnt ihr großes Abenteuer. Wir haben unsere Kinder in die Ferienlager geschickt und sind die ganze Sache angegangen. Wir haben nur gesagt, wir brauchen ein bisschen Geld, wir müssen Geld umtauschen, wir brauchen die Fahrräder, die müssen ordentlich sein, wir brauchen einen Schlafsack und noch eine Folie, die wir drunter legen können und dann geht's los. Mutti und Vati sind dann mal weg. Vom Flughafen Berlin-Schönefeld starten sie mit dem Flieger nach Bratislava. Nach der bequemen Reise über den Wolken geht es dann 1300 Kilometer auf der Landstraße weiter. Durch die Slowakei und Ungarn. Wir waren stolz, dass wir alle Diamantfahrräder hatten. Und das waren ja auch die Räder, die unsere Spitzensportler zur Weltansehen gebracht haben, Diamant. Und wir hatten alle vier ein Diamantfahrrad. Mein Fahrrad direkt, das kann ich genau sagen, ich habe das gekriegt 1957, 1958. Und war also dieses Baujahr auch, war das Beste, was es eigentlich da jetzt für Normalsterblichen gab. Und für mich war das ja ein besonders, es hatte eine Fünfgangschaltung, der Gepäckträger war besonders, es hatte so einen wunderbaren Kettenschutz, die Luftpumpe war dran, der Schalthebel war am Rahmen eingebaut mit und brauchte nicht extra befestigt werden. Also es war ein Fahrrad, wunderbar. Und die anderen waren auch ungefähr das Baujahr. Unterwegs sind die Aufgaben klar verteilt. Die Astrid und der Heinz Gerd, die waren Quartiermacher. Die mussten immer ausgucken, wo wir uns hinlegen können. Und Gerd hatte außerdem noch die Technik, also die Reparatur der Fahrräder, wenn irgendwas kaputt war. Und du warst für Ordnung und Sauberkeit der mitgenommenen Sachen verantwortlich. Auch immer, dass wieder mal aufgeräumt wurde. Ja. Und dass wieder alles in die Taschen reinkam, wo die Innenklappe drin beschriftet war, was alles reinkam, damit wir nicht durcheinander kamen mit den insgesamt 8 Fahrradtaschen, die ja existierten. Da musste ja Ordnung sein. Da war ich verantwortlich. Wo es lang geht, wissen Sie genau. Wo sie übernachten werden, allerdings nicht. Durch den Umtauschsatz ist das ungarische Geld knapp. Deshalb schlafen die Radler einfach auf dem Feld oder im Unterholz. Ein bisschen exotisch werden wir wahrscheinlich gewesen sein, denn die haben uns eigentlich immer so freudig empfangen. Da kommen wir mit dem Fahrrad, haben ihr Gepäck alles mit und schlafen da unter freiem Himmel oder manchmal haben sie eben auch Platz gekriegt in der Jugendherberge oder bei Leuten, wo wir geklingelt haben. Und weil wir wahrscheinlich geklingelt haben und dann mit den Fahrrädern da standen, mit unserer Fahrradkleidung, ja, da waren sie auch gleich bemüht. Wenn sie selber nicht Deutsch konnten, haben sie Nachbarschaft gerufen. Die Nachbarschaft hat das übersetzt, was wir wollten, sodass wir dann manchmal, wenn es spät geworden ist, auch noch aufgenommen wurden in dem Haushalt. Die haben sogar ihre Wohnstube freigemacht und die Exot praktisch in der Wohnstube schlafen lassen. 2 Wochen lang läuft alles glatt. Aber dann blockiert das Hinterrad. Nichts geht mehr. Auf alle Fälle war der Freilauf kaputt. Und da war die Feder gebrochen, als ich das ausgebaut habe. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? So was kriegen wir ja nicht her. Da kam dann der Bernd auf die Idee, so, Mensch, du hast doch eine Gitarre mit. An der Gitarre hast du Stahlsaiten. Und da haben wir aus dieser Seite dann eine Feder gemacht und haben diese Feder eingebaut. Auf alle Fälle haben wir das hinbekommen. Und wir waren ganz stolz, als der Bernd aufgestiegen ist, hat Probefahrt gemacht. Es hat geklappt. Und wir sind auch wieder nach Hause gekommen. Nach 3 Wochen auf dem Drahtesel geht es von Budapest aus zurück in die Heimat. Noch heute schwärmen sie von ihren Erlebnissen. Von der Reise mit dem Diamantrad im Sommer 1975. Ja. Die Astrid hat immer gesagt, das alte Diamantwerk im Chemnitzer Stadtteil Reichenbrand.
Seit 1997 steht hier die Zeit still. Sie haben viele Jahre ihres Lebens bei Diamant verbracht. Hartmut Rogotzki hielt als Betriebselektriker die Maschinen am Laufen. Hartwig Müller war Chefkonstrukteur im Werk. Was kaum jemand weiß, neben Fahrrädern laufen bei Diamant in Karl-Marx-Stadt auch Maschinen für die Textilindustrie vom Band. Ja. Hier haben wir nur die Hallen von den Strickmaschinenmontage. Ja. Das war die Einarbeiterei hier für ja. die Flachstrickmaschine. Ne? Im Gegensatz zu Fahrrädern sind Diamantstrickmaschinen vor allem im Ausland begehrt. Sie lassen sich im sogenannten nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet gegen harte Währung verkaufen. Ja, die Produktion war ungefähr halbe-halbe. Ne? 1500 Leute, die Hälfte der Menschen hat sich mit Fahrrädern beschäftigt in der Fertigung, die andere Hälfte Strickmaschinen. Die spezielle Maschine, die FRJ, Flachrundstrickmaschine, war ein Devisenbringer von Anfang an. Mit Fahrrädern lassen sich dagegen im Westen kaum Geschäfte machen. Die Wirtschaftslenker im Politbüro wollen das Werk effizienter machen und nur noch Strickmaschinen bauen, denn die sind weltweit gefragt. Man hat also damals gedacht, die Strickmaschine steht im Vordergrund, ja, mehr Kapazitäten für die Strickmaschine zu gewinnen. Und hat gesagt, MIFA in Sangerhausen ist in der Lage, die gesamte Fahrradproduktion der DDR zu übernehmen. Die MIFA, die mitteldeutschen Fahrradwerke, sollen bis 1974 die gesamte Fahrradpalette von Diamant übernehmen. Kann das gut gehen? Im ersten Schritt übernimmt der VEB in Sangerhausen die Produktion der 28er Sporträder. Merken sollen das die Käufer nicht, denn MIFA-Räder haben keinen guten Ruf. Gelabelt wurden diese Räder nach wie vor mit Diamant. Sie wurden auch im Katalog so beworben. Das heißt, der Bürger hat ein Diamantrad gekauft, was eigentlich bei MIFA in Sangerhausen hergestellt wurde. Der Plan geht auf. Nur die wenigsten Käufer merken, dass mit ihren Diamanten irgendwas nicht stimmt. Ja, der wichtigste Unterschied ist, dass die tolle Diamant-Rundscheidengabel, die ja nicht umsonst so berühmt für ihre Qualität war, durch dieses wesentlich gröber gearbeitete und massivere Teil von MIFA ausgetauscht wurde und die Rahmennummern halt nicht zueinander passen. Diamant hat ja sämtliche Rahmen durchweg nummeriert und die MIFA-Räder oder die bei MIFA hergestellten Diamant-Sporträder haben andere Rahmennummern. Anfang der 1970er Jahre wollen immer mehr Menschen ein Fahrrad kaufen. MIFA kommt nicht hinterher. Klammheimlich steuern die Wirtschaftslenker um. VEB Elite Diamant muss wieder mitmachen. Mitte der 1980er Jahre hinterlässt der wirtschaftliche Stillstand im Land auch bei Diamant seine Spuren. Die Gebäude sind heruntergekommen. Viele Maschinen fahren auf Verschleiß. Immer wieder stockt die Produktion, weil Material fehlt. Die Qualität bei Diamant geht bergab. Betriebselektriker Hartmut Rogotzki erinnert sich an den alltäglichen Kampf. Es war immer eine Katastrophe, zum Beispiel, wenn das Montageband ausgefallen war. Ja. Wir mussten sofort alles stehen und liegen gelassen werden und sofort reparieren, ob da Feierabend war oder Mittagspause war. Das musste erstmal erledigt sein, dann war wieder Ruhe. Im Oktober 1989 gerät Diamant in eine schwere Krise. Die einst so begehrten Fahrräder werden zu Ladenhütern. Die alte Betriebsleitung tritt ab. Die Arbeiter wollen, dass es weitergeht und wählen den Konstrukteur Hartwig Müller zu ihrem Chef. Von heute auf morgen muss er mit den Gesetzen der Marktwirtschaft klarkommen. Von 1500 Arbeitern behalten nur 250 ihren Job. Schöner großer Raum, alle Zimmer weg. Hier muss mein Arbeitszimmer gewesen sein.
Ja. Und die Wände könnten viel erzählen, was in dieser Zeit hier alles passiert ist. Hartwig Müller drosselt die Produktion. Die fertigen Räder stapeln sich im Lager. Noch hat er keine Idee, wie er Diamant profitabel machen kann. Er kämpft für seine Belegschaft. So, was mir am meisten durch den Kopf geht, ist diese Katze, die man im Genick hat, damals, um am Monatsende den Mitarbeitern Lohn und Gehalt zahlen zu können. Das war schwer. Das mussten wir verdienen. Und das war wohl die größte Herausforderung, dass die am Monatsende ihren Lohn und ihr Gehalt bekommen haben. Und solange ich die Geschäftsführung hatte, haben die das jeden Monat auch bekommen. War nicht der Regelfall damals in der Wendezeit. Viel Zeit bleibt dem damaligen Geschäftsführer nicht mehr, um die marode Fahrradfabrik wieder zum Laufen zu bringen. Das ist ja alles noch original hier. Ja, alles Geländer noch, wie es damals war. 1900. Hier auch exklusives Material verarbeitet, alles ja, ja. Klinker. Ne? Passierte Klinker. Da passiert nichts, es hält noch 100 Jahre. Genau. Ja. 100 Jahre Diamantgeschichte stehen vor dem Bankrott. Heute ist das Gebäude nur noch ein Lagerraum für einen Fahrradhändler. Die wurden ja damals sofort stillgelegt. Wir standen da, die Lager waren voll. Die Händler hier in unserer Region und in der ehemaligen DDR wollten keine Fahrräder mehr von uns kaufen. Und was mussten wir machen? Ich habe 3 Volvos geleast, eigentlich gar nicht geeignet für den Zweck. Dachgepäckträger drauf, Fahrräder drauf, 2 Stück. 3 Leute ausgesucht und habe gesagt, so, ihr fahrt rüber und verkauft Fahrräder, seht zu. Wir müssen die Lager leer bekommen, wir brauchen Umsatz, es muss weitergehen. Die Verkäufer schwärmen aus, ab in den Westen. Die Händler sind von der Qualität überzeugt. Plötzlich verkauft Diamant mehr Fahrräder im Westen als im Osten. Ein Lichtblick. Na ja. In wenigen Kilometern haben die Altmeister Täfe, Schur und Wolfgang Lichtenberg ihr heutiges Etappenziel erreicht. Zieleinfahrt? Wir kommen! Bei Kaffee und Kuchen. Ja. Herrlich. Donnerwetter. Ja. Wir fahren hier gleich rein, da hinten in die Hecke. Klar. Doch, guck mal, Sportfreund macht. Du stellst dein Rad da auch an. Der Tisch ist frei, Täfe. Der ist wie für uns geschaffen. Den nehmen wir. Oh, Wolfgang, sag mal, hast du einen Kamm mit? Ja, weil ich wusste, du bist ein Pfarrer Pinkel. Ja, mein Freund, der nimmt immer den Hotels die Kämme mit. Der hat schon 20 Kämme zu Hause. Der muss ich um meine Haare kämmen. Donnerwetter. Die beiden sind fast jedes Wochenende on Tour. Mindestens 50 Kilometer radeln sie dann. Egal, wo Täfeschur hinkommt, erkannt wird er überall. Bravo! Wie viel Kilometer habt ihr hinter euch? Wenn Sie mich ansprechen, das ist fast familiär. So was Schönes gibt es auf der Welt sehr selten. Und ich würde es den Menschen wünschen, dass sie das erleben, was ich das Glück habe, laufen zu erleben in meinem Alter. Wirklich wahr. Mit Beginn seiner Rennkarriere steht Täfe Schur im Rampenlicht. Immer wieder schaut er bei den Diamantwerkern in Karl-Marx-Stadt vorbei. Schließlich bauen sie sein Siegerrad. Die Ingenieure wollen genau wissen, wie sie die Rennräder noch besser machen können. Die Menschen hingen ja mit ihrer Seele an jedem Rennrad. Und die waren so stolz nach den ersten großen Erfolgen, gerade bei der Friedensfahrt. Mensch, das ist unser Produkt. Und da hauen die den ganzen aus dem kapitalistischen Ausland einen Arsch voll. Das war schon was Besonderes. Die waren stolz auf uns. Diamant liefert immer noch Qualitätsräder. Im Industriegebiet von Hartmannsdorf, nahe Chemnitz, steht seit 1997 die neue Fabrik.
2003 kauft der amerikanische Fahrradbauer Trek das Traditionsunternehmen und modernisiert die Produktion. Seit 2011 ist auch Konrad Hilliges dabei. Ich würde sagen, dass diese einzelnen Prozessschritte noch zu 70-80% Handarbeit sind. Natürlich unterstützt mit modernen Werkzeugen und Hilfsmitteln. Jedoch muss an jeder einzelnen Station immer noch per Hand das Fahrrad zusammengebaut werden. Insgesamt 1000 Fahrräder werden jeden Tag im sächsischen Hartmannsdorf zusammengebaut. Im Zweischichtsystem. Diamantmodelle, Citybikes und Trekkingräder. Man sieht zum Beispiel hier den Prozess vom Reifen aufziehen, wo verschiedene Handgriffe immer noch vonnöten sind, um praktisch den Reifen und den Schlauch auf die Felge aufzubringen. Das ist noch genau dasselbe, wie man es schon seit 100 Jahren durchführt. Jedoch haben wir natürlich ein paar kleine Hilfsmittel, die uns das Ganze erleichtern. Aber ich glaube nicht, dass ein Roboter in der Lage wäre, sowas auszuführen, das doch sehr auf das einzelne Material ankommt. Und diese Fingerfertigkeit hat eben noch kein Roboter. Produktmanager Konrad Hilliges bereitet die Fahrradmodelle der neuen Saison vor. Die Produktion startet demnächst. Zur Diamantpalette kommen in diesem Jahr 13 neue Modelle hinzu. Davon 10 mit Elektroantrieb. Auch bei Diamant liegt das Elektrobike im Trend. Tendenz steigend. Es ist einfach so, dass immer mehr Menschen den Vorteil von diesen Rädern erkennen. Und das natürlich auch eines unserer Hauptstandbeine in der Modellpalette ist. Was keiner wusste, die ersten Gehversuche mit einem Elektrorad unternimmt Diamant bereits Anfang der 1990er Jahre. Um mehr Umsatz zu machen, muss ein Verkaufsschlager her, etwas völlig Neues. Hartwig Müller beauftragt seine Entwickler mit der Konstruktion eines elektrischen Drahtesels. Selbstbewusst präsentiert Diamant die Neuentwicklung aus Sachsen 1992 auf der internationalen Fahrradmesse in Köln. Der City Blitz soll allen anderen Ausstellern die Show stehlen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist ein Stück Technikgeschichte mittlerweile. Man konnte mit dem Rad, also ich mit einem Körpergewicht von 100 Kilo, bin das Rad gefahren und konnte locker 12 Kilometer am Stück fahren. Allerdings im Winter, wenn es dann kalt war, ich bin dann noch so im späten Herbst gefahren, dann ging die Leistung nach unten, dann waren das nur noch 6, 7 Kilometer. Ne? Das Ding ist sehr fortschrittlich gewesen. Wir haben hier das Ladegerät integriert. Die Powerbox konnte man problemlos rausnehmen. Da war hier ein Schloss, geöffnet, rausgeklappt, hochgezogen. Vorher den Stecker abgezogen hier. Konnte ich mit der Powerbox in die Wohnung gehen und konnte die anstecken. Und früh morgens habe ich meine Powerbox genommen, bin runter zum Rad, eingeklinkt und dann ging das los. Doch auf der Messe in Köln taucht überraschend ein zweiter Fahrradbauer mit der gleichen Idee auf. Wir haben den Stand aufgebaut und noch vor Eröffnung der Messe war der Geschäftsführer von Hercules bei uns, ganz aufgeregt, wieso wir denn ein Elektrofahrrad hätten. Und da habe ich den mal aufklären müssen, dass Diamant ja nicht nur Fahrräder und Strickmaschinen baut, sondern auch eine Elektronikentwicklung hat, eine sehr gute Hard- und Software. Und dass das für uns natürlich kein allzu aufregendes Objekt war, sowas zu entwickeln und hinzustellen. Das ging sehr schnell. Mit seinem City Blitz ist Diamant europäischer Vorreiter, neben Konkurrent Hercules. Eine Marktlücke. Wenn sich das Rad jetzt noch gut verkauft, wäre das der Sechser im Lotto. Es ging auch gut los im Verkauf. War großes Interesse da. Karstadt, Chefeinkäufer, war da, wollte 1500 Stück. Aber wir bekamen nach einer gewissen Zeit ein Problem mit dem Akkupack hier drin. Da gab es Kaltlötstellen.
Das hatte zur Folge, dass die Übergangswiderstände zu hoch wurden zwischen den Zellen. Und es sind uns dann leider mal zwei Stück abgebrannt. Aber das passiert heute mit Smartphones auch. Und daraufhin haben wir die Fertigung erstmal gestoppt. Ein Schlag ins Kontor. Der damalige Eigentümer Villiger streicht 1994 das E-Bike-Projekt City Blitz ersatzlos. Ironie des Schicksals. 25 Jahre später verkaufen sich die Elektrofahrräder von Diamant so gut, dass die Fahrradbauer in Hartmannsdorf ihr Werk erweitern. Schon heute sind ein Drittel aller hier produzierten Räder E-Bikes. Eine Etage über den Fließbändern befindet sich die Lehrwerkstatt. Hier weiht Alexander Feller die zukünftigen Zweiradmechatroniker in die Geheimnisse des modernen Fahrradbaus ein. Dann können wir mal in die Dokumentation gehen. Die automatische Narbe, also dieser kompakte Teil, ist hier nicht dran. Das muss ich dir dann raussuchen. Okay. In der Prüfung müssen die Lehrlinge des ersten Lehrjahres ein Fahrrad allein zusammenbauen. Und das unter Zeitdruck. Keine leichte Aufgabe, denn ein modernes Rad besteht aus über 600 Einzelteilen. Jede Schraube und Speiche mitgerechnet. Okay. Selbst ausgebildete Lehrlinge sind im Prinzip das A und O für die Produktion hier unten. In der Regel ist es so, wenn die Auszubildenden nach 3 Jahren fertig sind, dann kommen verschiedene Abteilungen auf die Personalabteilung zu und möchten sie im Prinzip haben, weil sie genau wissen, jeder Auszubildende hat die Firma durchlaufen und kann im Prinzip alles. 3 Jahre Diamant-Ausbildung. Das erste Jahr hat Moritz fast geschafft. Im nächsten Lehrjahr geht er ans Fließband. Dann muss er das alles aus dem FF können. Den letzten hat er nicht gesetzt. Naja, du hast hier im Prinzip, du hast hier vorne, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Hier, ja, hier müssen wir den Zug ein bisschen straffer machen, dass der hier schneller schaltet. Im Prinzip musst du einmal schalten und dann muss es hier hinten noch einmal hochschalten. Tut's das nicht, ist der Faltenzug zu straff, beziehungsweise in dem Fall war er nicht straff genug. Und das habe ich gerade gemacht und jetzt schalte das auch noch nicht komplett. Jetzt schalte ich wieder zurück, mache den Faltenzug noch straffer. Es schaltet, jetzt ist okay. Grundsätzlich muss er heute genauso können wie vor 20 Jahren einspeichen. Er muss ein Fahrrad de- und montieren können in einer gewissen Zeit. Das ist einfach Prüfungsvoraussetzung. Für Moritz ist so ein Fahrrad dazu noch Herzenssache. Und meine Eltern fanden Diamant, jetzt immer noch, auch neue. Meine Großeltern auch. Und für meinen Opa habe ich sogar noch das Diamant, was er gefahren ist und dann mein Vater gefahren ist. Und das war ich jetzt. Das habe ich jetzt sozusagen ein bisschen neu gemacht und das war ich jetzt, ja. Was nützen die heißgeliebten Diamanträder, wenn sie nur im Keller stehen? Einmal im Jahr kommen die Sammler aus der ganzen Republik in Sachsen zusammen, um ihre Schätze zu zeigen. Und um trefflich zu fachsimpeln. Traditionell am ersten Wochenende nach Pfingsten. Diese jungen Männer sind extra aus dem Spreewald angereist. Mit 3 Transportern und 28 Drahteseln von Diamant. Alle fahrbereit und liebevoll gepflegt. Aber wie werden aus den alten Klappermühlen so begehrte Sammlerstücke? Ja, es war auch viel weggeschmissen worden bei uns in der Umgebung. Ob es Sperrmüll war oder Schrott und wo wir noch kleine Jungs waren, sag ich mal, da fing es ja dann auch an, irgendwas selber basteln, irgendwas fahren und dann ist natürlich auch was kaputt gegangen und dann, wie reparieren wir das nun? Papa hat gesagt, mach es schön alleine. Naja, und dann fing das an, rumgebaut und nach Teile geguckt und so weiter. Und da waren eben auch schöne Räder, dann haben wir die alle gesammelt, in der Scheune haben sie gestanden und irgendwie haben wir dann gedacht, naja, man muss jetzt auch mal was machen, wa? Jetzt kommen sie schon das dritte Mal zum Jahrestreffen. Und dann beginnt die Jagd
nach Ersatzteilen. Manche Sachen kriegst du gar nicht oder seltenst und manche Sachen geht ganz gut. Aber hier auf dem Diamanttreffen, da findet man natürlich die speziellen Sachen. Treffer, das Ersatzteil für die alte Gangschaltung. Die muss dringend instand gesetzt werden. Das könnte passen. Ich hab das Problem bei meinem Fahrrad, was ich heute nicht mit habe, weil es noch nicht ganz fertig ist. Da ist hier die Niete durchgebrochen. Das sind halt auch so eine Teile, wenn man sie sucht, findet man sie nicht. Aber hier hat man immer mal das Glück und findet dann doch halt die passenden. Den ganzen Tag wird in Pausnitz in der Nähe von Riesa gefachsimpelt. Immer wieder kommt ein Sammler dazu mit seinem Lieblingsdiamanten im Gepäck. Seit 13 Jahren gibt es schon das Diamantradtreffen. Und jedes Jahr kommen mehr Sammler dazu. Bei fast allen Fahrradmarken gibt es Sammlerszenen. Bei Diamant ist es besonders groß, weil Diamant ja sehr viele Fahrräder gebaut hat. Also bis zur Wende über 10 Millionen. Das ist schon sehr viel. Ich halte die auch weitestgehend fahrbereit. Es gibt ein paar Modelle, die fährt man selten, um die zu schonen, aber generell sollen alle fahren, ist mein Anspruch. Dieses Diamantrennrad hat eine japanische Gangschaltung aus dem Westen. Mit 17 Jahren war Matthias Fritscher Rennfahrer bei der Radsportgemeinschaft Grimma und hat sein Rad teuer aufgemotzt. Du hast immer versucht, Teile zu bekommen. Na, den Umwerfer, da habe ich von meinem Opa 15 Mark West bekommen. Der hat er mir mit dem Brief, mein Opa war mal ein bisschen sehr theatralisch mit dem Brief, hat er mir die 15 Mark West übereignet. Mithin für meine weitere sportliche Karriere und so weiter und so fort. Und diese 15 Mark West haben wir dann einen bekannten Femmfahrer gegeben von uns aus dem Ort. Wir wussten, dass der ins westliche Ausland fährt. Und der hat mir dann für 15 Mark West diesen Umwerfer mitgebracht. So wächst eben das Rad auch ans Herz. Also sag mal so, das ist, alle anderen Räder könnte ich gerne weggeben, aber das, da hängt so viel Emotion dran an dem Rad. Wo ich sage, das ist meins und das kann ich keiner. Also Materialwert ist natürlich nicht viel, aber für mich ist es unbezahlbar. Ja. So, hier für Leo. So. Leo, guck mal, sieht nicht schlecht aus, wenn ich mir Mühe gebe. Er gibt noch Autogramme. Teffe Schur ist eine lebende Legende. Nike wer zuerst, das ist aber schwer, Nike. Nike strich Helene, ja? Ja. Sieht doch gut aus. Na klar. Ja. So, Nike Helene. Wunderbar. Für Teffe und Wolfgang ist es jetzt Zeit aufzubrechen. Schließlich liegen noch 20 Kilometer Rückweg vor den beiden. Das ist doch so eine Garage, haben wir schon mal geguckt. Eine Radtour würde ich schon noch gerne machen wollen. Hoch nach Skandinavien. Da sind die Straßen noch ruhiger. Da sind die Gegenden nicht so hoch besiedelt. Da kann man noch träumen. Da kann man noch in Ruhe an Seen übernachten, das kann man hier nicht mehr. Hier ist die Welt verrückt und man wünscht sich, dass der Mensch das begreift und damit die Welt überlebt. Das fährt doch fast von alleine. Du hast ja auch einen kleinen Rahmen, dein Rad ist ja leichter. Das wollte natürlich noch besser. Danke für die Blumen. Ja? Hier könnt ihr ja voll in und weg gehen.